das ist der Nikolaus. Für all jene, die diesem Wohltäter ein Nicolo-Geschenk von über 300.000 Euro zu verdanken haben. Und wenn der heilige Nikolaus ursprünglich ein Bischof war, er ist Papst. Als Harley-Papst von Zweirad-Fans verehrt, versammelt er Jahr für Jahr tausende Biker zur Charity-Tour durch ganz Österreich unter dem Motto Laut für die Leisen, stark für die Schwachen. Die Starken, das sind die Wüden auf ihrer Maschine. Die Schwachen, das sind die Muskelkranken im Rollstuhl. Warum muskelkrank eigentlich? Erstens, weil es eine Gruppe der seltenen Erkrankungen ist. Daher kümmert man sich nicht drum. Pharmaindustrie macht nur die großen Krankheiten, wo Millionen betroffen sind. Und in dem Fall sind es immerhin doch 20.000 in Österreich. Eine Krankheit, die freilich nicht ansteckend ist. Ansteckend aber ist der Eifer, mit dem die Harley-Gemeinde jedes Jahr sammelt. Und das seit 27 Jahren. 3.000 Biker fuhren heuer mit, spendeten und sammelten 307.000 Euro, freuten sich auch über die milden Gaben. Wir haben so eine rührende Szene gehabt, kommt auch im Film vor, dass eine alte Dame, und das passiert immer wieder, wenn wir irgendwo stehen bleiben und die fragt, was macht sie da? Wir sagen, ja, wir fahren für Muskelkranke seit 27 Jahren. Taugt mir, da habt ihr 100 Euro. Das ist schon verblüffend. Passiert immer wieder. Und weil er darauf stolz ist und nicht uneitel, zeigt er dieses Charity-Bravourstück jetzt im Kino auf der großen Leinwand. Richtig. Ja. Ich denke, es werden mehr als zum Kurz kommen. Also vermute ich mal. Das ist keine Challenge. Dieser Film hat euch ein Jahr lang begleitet. Ja, mich vor allem. 1,5 Jahre habe ich dran gedreht. Und du hast gedreht? Ja, ich bin der Regisseur, Drehbuch, Ideengeber. Und vor allem Papst, aber darf er als solcher eitel sein? Es muss jeder ein bisschen eitel sein, der was bewegen will. Das, glaube ich, ist schon Tatsache und das ist auch gut so. Der Bibel steht schon, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ah, oh, da ist er wieder, der Papst. Da ist er wieder, der Papst.